Ein bisschen verheißungsvoll sah es ja schon aus, nachdem der Markt so stark runtergekommen ist, gab es ja zumindest mal so ein bisschen eine Gegenbewegung hier jetzt beim DAX-Index. Sieht sogar fast noch schöner aus als beim Future. Wir können sie nochmal gegenüberstellen. Also scharfe Abwärtsbewegung seit dem Hoch 21. März. Wir gucken uns das gleich genauer an. So genau müssen wir das hier gar nicht schauen. 21. März, deutliche Abwärtsbewegung. Dann hier so ein bisschen die Gegenbewegung. Beim DAX hat man fast den Eindruck, dass es so ein Dreiweller ist hier, A, B, C. Und das wiederum würde doch eigentlich vermuten lassen, dass wir jetzt das, was wir hier haben, da hinten vielleicht sogar nochmal bekommen. Wundern würde mich das nicht. Wir können es mal ganz kurz messen, ganz kurz, dass wir so ein bisschen in Überblick geraten. Nämlich das Erste ist, ist dieser A, B, C auch hoch genug? Und dafür vergleichen wir das Ganze mit den Fibonaccis und wir sehen, naja, nicht ganz so hoch, wie ich es gerne hätte. Eigentlich würde ich ja den gerne hier sehen, in dem Bereich hier der 38er Marke, mindestens mal ein bisschen tiefer. Naja, gut, aber es ist klar korrektiv. Das heißt, es ist zumindest mal eine gewisse Chance, dass der Kurs das, was wir hier haben, nachher nochmal nach unten fortsetzt. Das würde uns, wenn diese Logik stimmt, tatsächlich wie weit bringen? Ach, da haben wir es. Ungefähr beim Index jetzt gesehen bei 13.000, naja, knapp 400, sagen wir mal, niedrige 400 in etwa. Das wäre etwa so die Zielrichtung für diese einfache Projektion, die wir jetzt hier haben. Allerdings, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja auch die übergeordnete und die bringt uns hier in den Bereich von 13.500. Da ist ein bisschen ein Widerspruch, weil das Ziel eigentlich theoretisch schon ausreichen würde, hier auf dieser Höhe in etwa. Also sprich, dass es gar nicht mehr ganz so tief geht. Ja, es ist realistisch, aber irgendwie abwärts vorläufig scheint nicht ganz abwegig zu sein. Und egal, ob es jetzt 400 oder 500 sind, irgendwas in der Richtung, kann ich mir vorstellen, es wäre zumindest mal typisch. Vorsichtig, bitte nehmt solche Marken nicht als, genau das wird jetzt passieren, da liegt jetzt eine Marke, das muss jetzt genau so sein, das ist natürlich Quatsch. Es sind Orientierungsmarken, um zu sehen, wo ungefähr ein klassisches Bewegungsausmaß landen könnte. Denn wir wissen alle, der Markt bewegt sich gerne typisch. Typisch heißt allerdings nicht immer gleich, aber es ist zumindest mal eine Orientierungshilfe. Vorläufig sieht es also eher nach abwärts aus. Das könnte sich sogar noch bestätigen. Solange die Bewegung, die wir jetzt hier nach oben bekommen, weil abwärts ist die Hauptbewegung vorläufig, solange die wackelig sind, irgendwie sowas wie wir es hier auf den kleinen Ebenen haben, kann man dann immer wieder nochmal nachshorten und versuchen, da die Abwärtsrichtung nochmal ein bisschen aufrecht zu halten. Wir sehen das im übergeordneten Bild. Ich hatte dazu ja ein übergeordnetes Video auch gemacht. Wir haben theoretisch sowieso Platz bis in diese Zone. Also das wäre auch in der übergeordneten Logik erstmal überhaupt nicht verwunderlich, gar nichts Außergewöhnliches, sondern eigentlich ganz normal das, womit man klassischerweise rechnen kann. Also vorläufig eher die Short-Seite, die hier aus meiner Sicht gilt. Das Ganze auch deshalb, das muss ich vielleicht dann doch nochmal erwähnen, ja, ist das sicher, ist das nicht sicher? Nein, es ist alles andere als sicher. Das Einzige, was ich aber sagen kann, ist, wenn das jetzt tatsächlich passiert, brauche ich keine Hochs mehr, die hier drüber liegen. Das heißt, ich kann jetzt natürlich sagen, ich setze meinen Stop auf diese Marke, respektive, einige kennen das, die 78er Marke liegt etwas tiefer, vielleicht da jetzt in etwa. Das heißt, mein Risiko bei so einem Ausbruch hier liegt ungefähr auf dieser Größe. Also in etwa, das ist die Risikogröße. Und wenn mein Ziel irgendwo hier ist, das muss gar nicht so genau sein, dann ist meine Gewinnseite in etwa so groß und ihr könnt euch selber ausmalen, dass ihr gar keine Trefferquote von 100% braucht, um damit Gewinn zu machen. Selbst bei 50% Trefferquote wäre das der Verlust in einem Trade, das der Gewinn im zweiten Trade oder im anderen Trade. Das heißt, diese Differenz wäre immer noch euer Gewinn. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt nur eine Trefferquote von 33. Das heißt, dass ihr zweimal diesen Verlust sogar macht, dann habt ihr immer noch diesen Restgewinn, der euch übrig bleibt. Das heißt, ihr braucht für so eine Handelsidee gar keine Trefferquote von 100%, um trotzdem bei drei Trades, naja, im Durchschnitt drei Trades, idealerweise vielleicht 10, 20 Trades, nachher aber dann entsprechend diesen Überschuss zu haben. Nämlich bei 20 Trades wären das 7-mal zumindest mal diesen Überschuss. Das klingt nicht nach viel, aber hey,
Statistik kann sehr schön sein, wenn sie auf der eigenen Seite eben fruchtet. Deshalb ist das so die Idee, die dahinter steckt, hinter diesem Ansatz. Ich möchte gar nicht vermitteln, dass ich vorhersagen kann, haha, der Kurs läuft dahin. Das ist doch Quatsch, das kann doch keiner vorhersagen. Aber wenn er dieses Bewegungsszenario, das typisch ist, und das kennt ihr alle von unseren Research-Seiten, die witzigerweise hier ganz lange jetzt im Moment dauern, diese Bewegungsausmaße, wie groß diese einzelnen Bewegungen eben sind, wenn wir eine starke Seite haben, eine wackelige, das hat was mit Statistik zu tun. Dafür gibt es ganze Kurven, Verhältnisse, Wahrscheinlichkeitsverteilungen und so weiter. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber die ermöglichen uns daraus eben Trades zu machen. Also, wenn ich euch jetzt sage, der Kurs geht bis da runter, ist das keine Ansage, dass es genauso heute passieren wird oder in den nächsten vielen Stunden, morgen, übermorgen auch noch passieren wird. Es wäre aber sehr typisch und die Idee ist statistisch gesehen so gut, dass sie, wenn ich das mehrmals mache, wenn ich es häufig mache, sagen kann, naja, was übrig bleiben wird auf jeden Fall da. So, das Ganze gucken wir uns jetzt aber mal beim Dow Jones an, da ist es nämlich gar nicht so groß anders. Allerdings sind wir vielleicht noch in einem etwas anderen Rhythmus, ich bin mir da noch gar nicht so ganz sicher, denn das, was wir hier haben, ist zwar ähnlich eine starke Abwärtsbewegung, eigentlich würde ich mir allerdings sowas eher noch vorstellen, oder sowas eher noch wünschen, dann hätten wir eigentlich eine gute Bedingung, nämlich wieder quasi das Gleiche, was wir beim DAX eben besprochen haben und eine gute Chance, dass sich das hier eben da unten nochmal fortsetzt und wir dann eben quasi diesen Arm nochmal runterbekommen, also viel länger, als ich es jetzt hier gezeichnet habe, nämlich vielleicht irgendwie in dieser Art und dann landen wir wieder irgendwo auf diesen Unterstützungsniveaus und schauen mal, ob es da noch tiefer geht. Aktuell jetzt also schon Short gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Short-Seite ist, wenn ich mir den 5-Minuten-Chart, also für unsere Nachmittags- und Frühabendhändler, wenn ich mir das angucke, dann finde ich das im Moment zumindest mal die bessere Richtung. Sobald wir was Wackeliges hochkommen, wäre ich auf jeden Fall nochmal auf der Short-Seite. Dabei ist mir völlig wurscht, ob ich hier ein anderes Bild gezeichnet habe. Ich werde nie gegen einen starken Trend handeln, wenn es nicht bestätigt wird durch eine schwache Seite erstmal. Also ich brauche immer tatsächlich beides. Umgekehrt, wenn der Markt jetzt sagt, dann haben wir das und dann haben wir hier jetzt das und dann triggert er hier und dann kriegen wir nochmal das oder wir kriegen in den nächsten 5 Minuten, also nicht in den nächsten 5 Minuten, aber im 5-Minuten-Chart demnächst irgendwie was Wackeliges hier, sodass wir davon ausgehen können, dass das so in dieser Art sich nochmal fortsetzt, dann kann man das natürlich intraday wunderbar handeln. Achtet allerdings drauf, ich halte es immer noch für möglich, dass wir hier die Abwärtsseite kriegen. Wir hatten es aber, glaube ich, gestern angesprochen, deshalb will ich es jetzt nicht normal breittreten. Noch wäre das auch möglich, ein Flat. Deshalb ist es wichtig, wenn wir hier jetzt sowas bekommen und sowas, an der Stelle wird dann entschieden, ob der Markt nicht das noch macht oder hier. Deshalb ist das mit den Triggern so relevant. Das hier für die Long-Seite, für diesen Teilarm, das hier für die Short-Seite, für diesen Teilarm und so weiter. Das ist ein wichtiger Hinweis, wie ich finde. Das scheint sich bei mehreren Märkten zu bestätigen. S&P ist am undeutlichsten. Warum? Weil der ist eigentlich ein starker Anstieg. So richtig korrektiv sieht der nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht allerdings jetzt auch nicht so richtig korrektiv aus, zumindest solange das jetzt nicht hier da drüber geht. Wenn der hier sogar nochmal in die Richtung geht, würde ich sogar sagen, das sind Fünffäller. Und Fünffäller sind klassisch, insbesondere ohne Überschneidung, die Haupttrendrichtung. Also vorläufig erst nochmal das, was ich hier als Fortsetzung hier entsprechend dann handeln würde, wenn wir dann nochmal wackelig hochkommen. Also so ganz einig sind die Märkte aktuell nicht. Auch der Nasdaq, wenn wir uns den angucken, der Nasdaq Future hier jetzt, ist ganz klar nach unten orientiert. Da gibt es im Moment noch gar keine Stärke. Ganz kurz nochmal so ein Tipp, dass wir das nochmal so sehen. Die Idee ist grundsätzlich super, aber die funktioniert natürlich nicht immer. Hier hätte ich ganz klar gesagt, fünffällig. Hier hätte ich ganz klar gesagt, das ist doch wackelig. Aber wir sind hier nicht wirklich getriggert worden. Zumindest mal nicht, bevor wir sehr, sehr tief hier runtergelaufen sind. Und immer dran denken, wir wollen ja nicht, dass es zu tief hier nach unten geht. Sonst funktioniert das nicht. Und selbst wenn man da mal getriggert wird, wie gesagt, es ist Chance-Risiko-Verhältnis, das eben für einen da entsprechend spricht. Ob es also heute Nachmittag so optimal noch ausgeht, ob es vielleicht hier in den nächsten
Stunden irgendwie so hochkommt. Das weiß ich ja auch nicht. Wenn er das aber macht, hätten wir locker die Idee, dass wir nochmal die 1, 2, 3, 4 und die 5 nochmal bekommen. Und dann wird es die nächste größere Korrektur geben. Und die könnte ohne weiteres dann ja vielleicht mal diese gesamte Abwärtsbewegung dann nochmal aufs Korn nehmen. Also vielleicht dann wieder irgendwo hier hinlaufen. Bisschen höher vielleicht noch und das idealerweise wackelig, um dann letztlich das übergeordnete Bild nach unten weiter zu vollziehen. Also so richtig toll für Bullish sieht es aktuell noch nicht aus, mit zwischendurch schon mal eine Chance für die Long-Seite. Ich habe es mehrfach eingezeichnet hier. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilfreich ist. Wir müssen hier warten, nachdem das die letzte starke Richtung ist, wartet auf korrektive Muster, ist es die erste Korrektur, dann häufig so gerne die letzte Größe nochmal. In diesem Fall ist das nicht die erste Welle abwärts, denn wir hatten hier schon mal eine Korrektur. Dann sieht das eher nach der vierten aus, sprich das, was wir hier haben, hier hinten nochmal, wenn dem so ist. Und danach die nächste größere Korrektur dann eben entsprechend wieder dieses Rhythmuses. Ja, ich hoffe, dass das ein bisschen hilfreich ist. Euch erstmal alles Gute, viel Erfolg und toi, toi, toi.